Hallo, hier sind der Ralf und der Tim von Jonneland und wir haben uns heute auf den Weg gemacht zu der Grill- und Barbecue-Messe in Offenburg. Das ist wohl die erste Messe dieser Art und wir werden uns jetzt einfach hier ein bisschen umgucken. Deswegen haben wir auch extra die 360-Grad-Kamera mitgebracht, weil da könnt ihr euch auch einmal kräftig umgucken und müsst nicht immer da hingucken, wo wir hinschauen, sondern könnt euch auch mit dem Bild dann auch bewegen. So, wir machen uns auf den Weg hier. Also, wie ist dein erster Eindruck, Tim, nachdem wir jetzt einmal längs durch die Halle durchgelaufen sind? Es gibt hauptsächlich was zu essen, oder? Ja. Also, was hier ganz nett ist, sind die verschiedenen Essensstände. Man würde hier, so Grill und Barbecue sagt man wirklich Grillstände. Aber ich würde sagen, es gibt hier einfach erstmal Streetfood. Vor allem nett hier im Hintergrund die zwei kleine Wohnwege. Hier einmal mit Kaffee und Crepe. Und auf der hinteren Seite dann der ungarische Streetfood und der andere Wagen noch. Aber wir gehen jetzt einfach noch mal die einzelnen Stände hier dann noch ab, oder? Ja, mal gucken. Die sind hübsch, gell? Ja. Also wenn ihr euch umdreht von euch weg, dann seht ihr hier Gasflasche, die umfirmiert sind als Feuerkörbe. Und ich finde insbesondere die hier, das ist doch was für Pfadfinder, oder? Mit der Lilie drin. Oder für mich? Ein Tiger, die ist auch die Lilie, ist auch ein Bildschirm drauf. Was meinst du, Wurststand? Die Wurst ist gut. Die Wurst ist gut, prima. Hirsch, Wildschwein, Walnuss. Ich muss die Kamera nehmen hier. Ich sage Dankeschön. Das ist jetzt welche? Mit Oregano und Tomate. Ja, lecker. Da kommen wir nachher nochmal vorbei, oder? Wir sind hier. Gut, prima, Dankeschön. Für die Bier als früher, das ist auch mal einfach. Hallihallo, Lust auf einen Büffelburger. Soll ich mal gucken, was du da machst? Jawohl, wir machen 100% Premium Büffelfleisch mit unserer preisgekrönten Büffelmozzarella überbacken. Okay. Unsere Büffel stehen das ganze Jahr aber draußen, die fressen ausschließlich Gras und Kräuter, keine Antibiotika, keine Wachstumshormone und auch kein Kraftfutter oder ähnliches. Komplett naturbelassen, ethisch und nachhaltig aufgezogen. Und das schmeckt man natürlich auch am Fleisch. Wo stehen die? Also die Büffelmozzarella und das Burgerfleisch kommen aus Süditalien von der Amalfiküste. Okay. Die arbeiten mittlerweile aber auch mit deutschen, schweizerischen und argentinischen Büffelzüchtern zusammen. Direkt hier vorne. Das sieht lecker aus. Wir kommen gerade vom Mittagessen, aber vielleicht kommen wir später nochmal durch. Sehr gerne. Das ist der beste Burger auf der ganzen Messe, das garantiere ich Ihnen. Prima, danke schön. Gerne, ich wünsche einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Und scharf? Ja. Ihr macht die Messer selber? Ich bekomme die aus Finnland. Da werden die von Hand geschmiedet. Das ist also ein Schmied, der die herstellt. Von dem beziehe ich die. Ich lasse sie teilweise noch hier in Deutschland weiter veredeln.
sodass sie zum Beispiel einen anderen Schliff bekommen oder eine andere Oberfläche. Okay. Demnach entscheidet sich dann auch zum Beispiel, in welchem, Preisumfeld bei uns da bewegen. Das heißt, ihr macht die Endverarbeitung von der Klinge. Genau. Beziehungsweise ich persönlich bin halt derjenige, der das alles zusammenführt. Mhm. Das ist ein hübsch. Bekannter von uns macht Hobbyweiß der Messer, der kommt aus Finnland eben. Ah, okay. Der haben wir ein paar, der holt seine Klinge bei Poronvasi. Ja. Ja, das ist auch hübsch. Also wenn ihr euch mal als Griller hier so richtig in Szene setzen lassen wollt, dann seid ihr hier richtig. Ich habe noch nicht ganz rausgekriegt, um was es hier geht, aber schöne Fotos gibt es auf jeden Fall. Stahl, ja, wunderbar. So, Kopf hier rüber drehen, ein bisschen mehr Zähne zeigen. Diese Metzger ohne Zähne, das ist wieder beim Schmuster. Sein Kollege habe ich schon gesehen. Sehr schön und strahle, Vollgas. Bleiben Sie so, das mache ich hervorragend. Kopf hier rüber drehen. Ja, bleib in den Waffen. Jawohl, sehr schön, super. Kopf noch ein bisschen hier rüber drehen, weiter. Kopf vorne ein bisschen neigen, nur einen Hauch. Ja, wunderbar. Und mehr lächeln. Ja, weiter. Dankeschön, super. So, jetzt stehen wir hier bei unserem Mitbewerber. Wir haben jetzt auch die Auswahl von Petromals entdeckt, wobei die noch etwas unterrepräsentiert hier auf der Messe sind. Vielleicht müssen wir uns nächstes Jahr hier selber noch ein bisschen engagieren, oder was meinst du? Tragen wir die Jottel hier rein, machen Lagerfeuer, räuchern einmal die Halle zu. Nee, wenn tun, aber wenn wir mehr, also unser Herz schlägt mehr für draußen. Aber hier in der Messe ist doch so ein bisschen was von Petromax ist doch mal zu sehen. Wir freuen uns und dann weiter gucken. Scharf, ganz extrem scharf habe ich eigentlich nicht. Hier haben wir schönes Honig-Chili, leicht süßlich, im Anfang schöne Honignote. Hier haben wir eine tomatige Soße, Allrounder, leicht säuerliche Gewürzmischungen, die schön rauchig zum Asperic dazu, viel klassische Ketten. Also wir haben uns jetzt angestellt hier beim Büffelbill und werden uns überraschen lassen, wie die Burger schmecken, aber wie gesagt, so wie es ausschaut, wunderbar. Danke. Ich wünsche guten Appetit. Wie schmeckt er? Gut. Gut, prima. Also, der Tim ist schon mal zufrieden mit deinem Burger. Also, schmeckt's? Mhm. Der Hammer, oder? Das freut mich sehr. Kleine Chips. Die Kleine ist halt ganz schön, ne? Ja, kommt drauf an. Deswegen ist meine Philosophie, aber das ist ja Philosophie-Sache, da sagt der eine das oder der andere das. Meine Philosophie ist, ich würze hinterher, weil so bleibt das Fleisch maximal trocken und ich kann hinterher noch schauen, wie groß, wie ist die Menge, die übrig bleibt und ich kann viel, viel, viel genauer würzen. Andere sagen, wenn ich eine halbe Stunde vorher würze, habe ich einen höheren Eigengeschmack oder einen höheren Fleischgeschmack. Sind wir mal ehrlich, wenn ich gutes Fleisch habe, dann reicht doch das. Ja?
Mehr als sehr gut gibt es nicht. Und ich glaube, ihr stimmt mir zu, wenn er das probiert tut, wenn er das Essen tut, kriegt man automatisch mit, das Fleisch brauchen wir nicht, Totwürze. Nach dem leckeren Burger aus Büffelfleisch mit Büffelmozzarella stehen wir jetzt hier im Zentrum von der Messe hier. Ihr seht hier in alle Richtungen, dass sie noch klein und überschaubar ist, aber es ist schon das zweite Mal, dass sie stattfindet. Einmal in Sindelfingen und jetzt hier in Offenburg. Morgen, also am Sonntag, ist noch ein Tag hier, da wäre auch die erste badische Grillmeisterschaft hier stattfindet. Da sind wir nicht mehr da. Wir machen uns jetzt wieder auf der Weg nach Hause und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Tim oder Ralf von Jordanland. Bis dann, viel Spaß. Tschüss.